Wir sind jetzt hier sozusagen in einem Gesamtkunstwerk von der Maya Rocha. Es ist ihre Einzelausstellung und wir stehen sozusagen mit drin in einem Kunstwerk. Es geht unter die Haut und man spürt etwas ganz Starkes. Und es ist auch ein ästhetisches Gefühl, aber es ist nicht nur Ästhetik. Ich bin kein, die spüren es, ich bin kein grosser Experte. Ich drücke jetzt einfach aus, was ich im Herzen, im Bauch spüre. Und das sind Emotionen. Wie kann man quasi einen Raum verändern, wo die Leute jeden Tag vorbeilaufen, wo die arbeiten? Und das ist halt eine andere Beziehung zu Kunst und zum Raum. Jetzt wie in einer Galerie, wo es, man kommt einfach rein und dann wieder raus und dann hat man es konsumiert. Und hier die Idee ist, dass man so viele Details hat und so viele Ecken und Sachen zu entdecken, dass man quasi jeden Tag die Ausstellung nochmal neu sehen kann. Da sind die Räume von dem Mobiliar verändert worden. Und wir sind ja auch ein Unternehmen, das für Veränderung einsteht. Und zwar mit einer positiven Veränderung. Mit einer Veränderung, die Zukunft eine Chance ist, wo man ausdrückt, dass die Zukunft etwas bringt, was positiv ist, und das kann man in dieser Ausstellung erleben. Man fühlt sich in einem Kunstwerk, in einer künstlerischen Umgebung, und das hat sofort befreit. Und ich muss auch sagen, die Stimmung der Leute, jeder hat ein Foto gemacht, jeder hat sich selbst in das Kunstwerk begeben, das ist mir eigentlich noch nie bei so einer Veranstaltung in der Form passiert. Ja, ich war ja bei der Maya schon im Atelier und schon das hat mich mega beeindruckt, so wie sie gearbeitet hat. Sie hat sofort die Musik angelassen, dann hat sie losgelassen, dann war sie in ihrer Welt. Und ja, ich war mega beeindruckt. Die Künstler selber, die gehen immer neue Wege, die erfinden sich immer wieder neu. Und ich glaube, es tut jedem Mensch, jeder Firma gut, sich immer wieder neu zu erfinden, nicht altbewährt einfach über Bord zu werfen, aber weiterzugehen und sich weiterzuentwickeln. Und mein großer Wunsch ist, dass die Menschen, wenn sie diese Ausstellung gesehen haben, auch sensibler sind dafür, dass Nachhaltigkeit eine komplexe Thematik ist und dass es interessant ist und spannend ist, sich damit zu beschäftigen, nicht nur vor dem Hintergrund, dass man etwas einsparen muss. Das ist ganz wichtig. Wir müssen sparen, Ressourcen, wir müssen über Ressourcen nachdenken, aber wir müssen auch über etwas anderes nachdenken, nämlich mehr Kreativität, Mut zu haben für neue Ideen, um tatsächlich dann etwas in die Hand zu nehmen.